Ja, moin, YouTube-Gemeinde. Heute zeige ich euch schon mal ein paar News, was in der Kamerawelt so abgeht. Nach dem Intro. Das hier soll so eine kleine Kamera-Gear-News-Sendung werden. Wie oft ich das mache, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so alle zwei Wochen oder einmal im Monat, je nachdem, wie euch die Folge gefällt. Deswegen schreibt in die Kommentare, wie euch das gefällt und kommt zum ersten News. Das erste, was ich ankündigen darf, ist, dass die Panasonic GH4 endlich dieses Vlog-Update bekommt und das für 99 Euro. Dieses Update gibt euch statt Cine-like-D, was die Panasonic GH4 normal hat, ein weiteres Log-Format, was mehr in die Richtung S-Log geht. Ihr sollt am Endeffekt 12 usable Stops bekommen. Also die Aufnahme an sich ist, glaube ich, eher so in Richtung 14, aber 12 werdet ihr praktisch haben. Das klingt erstmal nicht so viel, aber glaubt mir, das ist praktisch bei jeder Kamera so, die sagt, dass sie 13 Stops hat, sind eigentlich ein bisschen weniger, weil die Schatten meistens komplett nutzlos sind, weil die voller Rauschen sind. Deswegen, wer eine Panasonic GH4 hat, ist auf jeden Fall ein Update, das sich lohnt. Für 99 Euro ist das vollkommen okay. Ken hat uns ja schon die letzten paar Wochen geteased mit einer Kamera, die bis ISO 4,5 Millionen gehen kann. Ihr habt richtig gehört, 4,5 Millionen. 4 Millionen. Und ein halbes. Jetzt wurde auch endlich das erste Footage von dieser Kamera gezeigt. Teilweise 1080p 30 FPS und 1080p 60 FPS. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so überzeugt. Es liegt nicht an der Performance der Kamera, weil die ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Allerdings den Trailer, den sie dazu gemacht haben, ist nicht so das, was die Kamera so richtig gut darstellt. Es wurden viel im ISO 100 2000 gezeigt und da ist die Kamera wirklich nach dem Bild her komplett clean. Also 100 2000 komplett perfekt. Aber dann wurde auch immer nur im Kontrast 4 Millionen oder sowas gestellt. Also es gab wenig Situationen in selben Lichtverhältnissen, wo mal so 2 Millionen ist oder 3 Millionen oder 1,5 Millionen. Und das sind so Bereiche, gerade diesen Bereich, wo man sich ja für die Kamera interessiert. 4 Millionen ist natürlich komplett unbrauchbar, aber du kannst wirklich komplett in der Dunkelheit irgendwie noch Licht rausziehen. Also du erkennst was, auch wenn es komplett verrauscht ist und das geht halt mit keiner anderen Kamera. Das ist gut, aber diesen Trailer hätten sie so ein bisschen besser machen können. Also ich finde, es hat es nicht so gut dargestellt. Und für die es interessiert, kaufen werdet ihr die wahrscheinlich nicht, weil die Kamera kostet 30.000 Euro, also wird es eine pure Rental-Kamera sein. Also hier ist unten das Video verlinkt, checkt es mal aus und könnt ihr mal schreiben, was ihr davon so haltet. Dann als nächstes wurde die Sony A7S II angekündigt. Jeder, der eine Sony A7S besitzt, weiß, warum ich mich gerade gefreut habe. Ich habe sogar mal überlegt, ein Video zu machen, was ich in der Sony A7S II reinhaben möchte. Und es ist wirklich perfekt. Also wenn ich dieses Video gemacht hätte, es wäre jedes Detail gewesen, was ich gesagt hätte. Ihr habt jetzt 4K intern, ihr habt S-Log 3, ihr habt 1080p und 120 FPS. Und das allerwichtigste Feature für mich ist, gerade weil ich nicht immer einen externen Monitor dabei habe, ist, dass man das S-Log in der Kamera schon umkorrigieren kann. Ihr kriegt auf dem Display ein normales Bild angezeigt. Und ich habe schon mal erwähnt, wenn ihr versucht, mit S-Log im Schnee zu filmen, ihr seht einfach nur so eine Matsche-Scheiße und deswegen ist dieses Feature sehr, sehr schön. Dann gibt es natürlich noch diesen 5-Axis-Stabilizer, der mich nicht so interessiert, ehrlich gesagt, weil man ist auch vorher ohne ausgekommen. Also ich denke, es wird eine kleine Edition sein, die uns ein bisschen helfen kann, aber es wird nicht jetzt so der Main-Kaufgrund für viele Leute sein. Es sei denn, ihr seid Fotografie, aber wenn ihr fotografiert, solltet ihr sowieso eher die A7 R2 kaufen. Jetzt kommt dann natürlich noch eine kleine Downside. Die A7 S kostet 3.500 Euro wegen Shipping-Gedöns. In den USA kostet sie nur 3.000, aber ich denke, über die Monate, also ihr solltet sie nicht bei Release holen. Ich habe mir auch überlegt, die vorzubestellen, aber ich habe es dann jetzt doch gelassen, weil das ist dieses typische, man will 4K, aber ich brauche es eigentlich aktuell überhaupt nicht. Deswegen spare ich kurz dieses Geld und lege das woanders an. Also ich werde mir demnächst auch 2-3 neue Optiken kaufen und es wäre dann ein bisschen Overkill, dann noch eine neue Kamera zu holen. Deswegen wartet so ein bisschen, ihr braucht das 4K noch nicht, glaubt mir. Ab nächstes Jahr, kann ich mir vorstellen, wird es ein bisschen gängiger sein, aber slowt ein bisschen down, Freunde. Die letzte News, mit denen ich euch beglücken möchte, ist 4K for all. Wenn man diesen Spruch heutzutage hört, denkt man, 4K ist doch jetzt eigentlich schon so überall. Aber das kam vom Chef von der Firma Red, weil die wollen eine Kamera rausbringen. Es wurden jetzt zwei Bilder rausgebracht, dieses hier und dieses hier. In dem mit der Ankündigung, dass 4K for all, das wird die sogenannte Red Raven. Dabei wird sich wahrscheinlich um den Ersatz der Red Scarlet halten, wo für den Low-Budget-Filmmaker praktisch so die Kamera war, um in das Cinema-Geschäft reinzukommen. Jetzt ist das Ding aber, mit der Blackmagic Ursa 4,5K, wo wird sich jetzt diese Red Raven gerade preislich einordnen? Damals die Red Scarlet hat zwar nur Body 10.000 gekostet, aber man braucht zum Beispiel den Monitor, den Griff und sowas und das ist die Red komplett nutzlos. Also wir werden wahrscheinlich wieder in einen sehr hohen Preis herkommen, Richtung 20.000 Euro. Aber das wird auch diesen ganzen Sinn kaputt machen, deswegen wenn die Red angekündigt wird und da steht sowas wie 4.000, rechnet nicht damit, dass 4.000. Es wird dann Body-Only sein und werdet dann auf 10.000, 12.000 hochmachen müssen.
Aber das könnte für viele interessant werden, deswegen schreibt mal eure Meinung. Red Raven, wäre das für euch? 12.000 Euro, 15.000 Euro? Habt ihr die so in der Tasche? So, das war's mit der allerersten News-Sendung von meiner Seite. Falls euch das gefallen hat, lasst es anhand eines Daumens sehen und schreibt es in die Kommentare, wie ihr die ganzen neuen Sachen findet. Das sind die letzten zwei Videos. Ich bin euer So geht's. Wir sehen uns nächstes Mal.